Es ist Games Week in Berlin und wir sind hier für euch im Computerspielemuseum, wo man heute nicht nur Spiele spielen, sondern sie sogar selbst programmieren kann. Das nennt sich eSkills Workshop und wir wollen uns das Ganze mal genauer angucken. Kommt mit! Das ist das erste Abenteuerspiel, das es jemals gab. Wie ihr seht, fantastische Grafik, sieht total schön und bunt aus, total ansprechend und ich muss sagen, ich hätte sogar meine Hausaufgaben vorgezogen. Was findet hier heute genau statt? Wir machen heute hier einen Python-Workshop. Das ist ein Workshop, wo Kinder in kurzer Zeit lernen, einfache Zeilen, echten Code zu programmieren. Muss man denn irgendwelche Voraussetzungen haben oder kann das praktisch jeder? Unser Workshop ist so konzipiert, dass er tatsächlich für Schüler geeignet ist, die überhaupt noch nicht mit Programmieren in Berührung gekommen sind. Es ist ja heutzutage normalerweise so, alle haben Smartphones, Laptops, technische Geräte, wo man hinter die Oberfläche eigentlich nicht mehr gucken kann, wo alles fertig programmiert und schön gestaltet ist. Du könntest ja theoretisch auch hinten irgendwelche Spiele selbst spielen. Ich bin nicht so ein Spieltyp. Was macht dir daran denn so einen Spaß? Dass man dann selbst sagen kann, ja, das Spiel, das habe ich gemacht und nicht jemand anderes. Dass man sowas überhaupt so alleine programmieren kann. Okay. Tada! Meine erste Programmierkunst, eine Spießerschildkröte. Ich habe heute die Spießerschildkröte zum Laufen bekommen. Jetzt wollen wir uns erstmal angucken, wie so ein Workshop in einer Schulklasse aussehen kann. Nelly und Marlene haben gerade schon vorne gezeigt, was sie gelernt haben. Wie habt ihr das hinbekommen? Also wir haben einen Zettel bekommen, wo drauf stand, was wir hier am Computer eingeben müssen. Und dann ging es eigentlich ganz leicht. Also wir haben gelernt, wie man ein Quadrat macht mit der Schildkröte und wie man die Farben ändern kann. Ich finde es ziemlich cool und auch toll zu sehen, dass daraus ja am Ende was richtig Großes wird. Eigentlich bekommt man ja kaum die Gelegenheit zu sowas. Auch in der Schule haben wir eigentlich gar keine Informatik. Denkt ihr, dass es was sein könnte, was euch später auch weiterhilft? Zum Beispiel bei der Jobsuche? Ja, ich glaube schon, weil es gibt ja viele Jobs mit Computer. Irgendwann wird wahrscheinlich alles über Computer sein und wenn man sich dann mit Computer nicht auskennt, dann findet man wahrscheinlich auch keinen Beruf mehr. Es ist schon nicht rein spielerisch, was wir hier machen. 90% aller Berufe, die in Zukunft ausgeübt werden, werden E-Skills gebraucht. Also das heißt, vom Bäcker, Friseur, der Landwirt, der die Abrechnung damit macht und die Planung, Logistik, solche Geschichten, das erfordert alles Computerkenntnisse. Allein in Deutschland ist es momentan so, dass wir von 38.000 offenen Stellen in diesem Bereich ausgehen. Könntet ihr euch vorstellen, sowas weiterhin zu machen oder vielleicht sogar einen Beruf in die Richtung einzuschlagen? Ja, eigentlich schon. Auf jeden Fall, ja. Ja, könnte ich mir vorstellen. Also es macht Spaß. Wir wollten auch mal gucken, vielleicht machen wir ja auch unser Praktikum. Was macht dir mehr Spaß, spielen oder selbst programmieren? Programmieren. Programmiererin werde ich bestimmt nicht. Aber auch ich habe heute ein paar E-Skills mitgenommen. Mit ein bisschen Übung klappt es und eigentlich hat jeder eine Chance, sich das selbst beizubringen oder auch hier in einem Workshop gezeigt zu bekommen.